Katrin, hallo. Wie toll, dich zu sehen. Hallo. Oh. Und hörst du? Ja. Ich konnte es noch nicht ausmachen. Ich habe den ganzen Weg Tessé-Lieder gehört. Ach, und ich habe voll gesungen und mich so richtig schön eingestimmt schon auf unser Miteinander hier. Ja. Echt, ich freue mich auf unser Wandern. Und weißt du was? Ich habe gestaunt. Ich war schon echt so lange nicht mehr hier oben. Bei Ulrich Stein, da gibt es ja jetzt auch noch so viele Windräder. Das ist ja schon, also hier muss es auch anscheinend doch wirklich richtig windig sein, dass man hier da so eine Windenergie gewinnen kann. Schön. Och, aber ich freue mich auch. Ich freue mich, dass wir uns endlich mal wieder sehen heute und zusammen eine Wanderung machen. Ja, ich habe auch die Wanderkarte dabei. Cool. Also uns kann nichts passieren. Und ich bin gespannt, was wir heute alles erleben. Da freue ich mich auch drauf. Ja. Und wir freuen uns, Sie und euch heute mit dabei zu haben. Wir laden Sie ganz herzlich ein zu unserem ökumenischen Spaziergang hier oben im Vogelsberg. Ach, schau nur, wie schön grün es hier ist, Wilma. Echt? Gell? Ich merke so immer wieder, wenn ich in der Natur bin, kann ich so richtig gut auftanken. Und gerade jetzt mit diesen ganzen Beschränkungen in letzter Zeit, da tut es erst recht gut, mal draußen zu sein. Ja, das stimmt. Und hier ist echt so schön. Guck mal hier am Wegesrand, hier, was hier alles blüht. Guck mal hier, ich glaube, das ist ein Vergissmeinnicht. Guck mal. Süß. Ja, echt so schön. Es tut einfach gut. Und ich freue mich so sehr, dass wir heute mal was zusammen machen, Katrin. Das ist voll das Geschenk. Ja. Echt? Komm, lass uns weitergehen. Oh. Das geht ja richtig steil berghoch hier. Ja, echt. Das da vorne ist doch der Bilstein, gell? Genau. Da bin ich ja mal auf die Aussicht gespannt, wenn wir oben sind. Das bin ich auch, Katrin. Und guck mal, guck mal da, diese Steinformation. Oh ja. Ich finde das voll beeindruckend. Ich habe im Vorfeld nämlich über den Bilstein hier gelesen, dass das noch richtig den Vulkan abbildet. Mhm. Also das ist erkaltete Lava, die sich hier so aufwölbt. Und das ist alles Plattenbasalt und das ist so der Ursprung echt vom Vogelsberg. Das sind noch die Überreste von dem Vulkan. Beeindruckend. Echt, ich war richtig gespannt darauf. Ich finde das jetzt auch ganz schön beeindruckend. Mhm. Wow. Hätte ich nicht gedacht, dass wir sowas bei uns im Vogelsberg haben, gell? Müssen wir hoch. Ja. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Es geht steil hoch. Ja. Uiuiui, ist das windig hier oben, Wilma. Aber echt. Also echt. Aber so eine tolle Aussicht, die man von hier oben hat. Wie lange habe ich so eine tolle Aussicht schon nicht mehr gehabt? Mal hier Wiesen. Felder, ab und zu mal Windräder und kleine Dörfer. Was für eine schöne Gegend unser Vogelsberg doch ist. Das stimmt, echt. Vielleicht gibt es für Sie ja auch Orte im Vogelsberg, die Ihnen besonders viel bedeuten. Mensch, Katrin, ich kann mich hier gar nicht satt sehen. So eine tolle Aussicht, so ein schöner Ausblick. So eine große, weite Landschaft hier und manche Tage kann man hier bis Frankfurt sehen, die Skyline. Warte mal, hier. Guck Ja, krass. Da ist tatsächlich. Guck mal, Wahnsinn. Wir können bis zu den Hochhäusern sehen, von hier aus. Wow. Ja. Echt toll. Mensch, wo du gerade Frankfurt sagst,
In Frankfurt wird auch heute am Himmelfahrtstag der Ökumenische Kirchentag eröffnet. Hoch über den Dächern von Frankfurt. Und Frère Alois, der Prior von Thésée, hält den Eröffnungsgottesdienst. Wow. Das ist ein richtig starkes ökumenisches Zeichen. Gell? Das stimmt. Jetzt wegen der Pandemie muss halt der Kirchentag ein bisschen anders ablaufen. Wer hätte das gedacht, schon bei der Planung, dass er zwar stattfindet, aber jetzt eher dezentral und digital. Stimmt. Ja. Und trotzdem, ich finde es toll, dass er jetzt trotzdem stattfindet. Ja. Und dass da so viele Veranstaltungen sind und dass Menschen sich da jetzt zusammenfinden, um über wichtige Themen zu sprechen, die wirklich so Glauben und Leben betreffen. Ja. Und dass das einfach möglich ist. Mhm. Also ich bin gespannt, was dieser Kirchentag so alles bringen wird. Ich auch. Hast du nicht gesagt, du hast dein Kirchentagsbuch dabei oder die App? Ach hier, Katrin. Auf dem Handy, oder? Ich habe doch den Kirchentag, es gibt eine Kirchentags-App. ÖKT heißt die App. Cool. Die habe ich mal runtergeladen. Da können wir ja mal unten, ich habe eben auf dem Weg gesehen, da gibt es eine Bank. Mhm. Da können wir uns ja mal hinsetzen. Gute Idee, genau. Und können echt mal gucken. Ja. Was da alles dran ist im Programm. Oh, ja. Gute Idee, super. Siehste, schön. Weißt du eigentlich, wie das Motto vom Kirchentag heißt? Ja, das Motto ist doch, schaut hin. Es kommt doch von dieser Bibelgeschichte, wo Jesus mal wieder gepredigt hat und dann ist es Abend geworden und er wollte die Menschen nicht ohne Essen nach Hause schicken. Jesus sagte zu ihnen, wie viel Brote habt ihr? Geht und seht nach. Sie sahen nach und berichteten, 5 Brote und außerdem 2 Fische. Dann befahl er ihnen, sie sollten sich in Mahlgemeinschaften im grünen Gras lagern. Und sie ließen sich in Gruppen zu 100 und zu 50 nieder. Darauf nahm er die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis, brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie diese an die Leute austeilten. Auch die 2 Fische ließ er unter allen verteilen. Und alle aßen und wurden satt. Ach, die Geschichte, genau. Das ist doch die, wo so viele Menschen satt geworden sind. Es war einfach genug für alle da. Ja, genau. Die ist wirklich besonders, ja. Ich frage mich, welche Erfahrungen machen denn wir heutzutage mit Gott und Glaube? Was gibt dir in deinem Leben Energie? Und was ermutigt dich, vertrauensvoll deinen Weg zu gehen? Das ist einmal natürlich der Frühling, einfach jetzt das Schöne, die Sonne, die Wärme. Aber das trägt natürlich kein Leben, sondern ist eine zusätzliche Freude, einfach eine Kraft. Mein Glaube, das ist das, was mich trägt, auch in den kalten Zeiten, auch wenn es Frost gibt. Und auch wenn es mal nicht gut läuft, dann weiß ich, dass ich einfach nicht alleine bin, sondern dass ich getragen werde. Und wenn dann gutes Wetter und Freunde und alles zusammenkommt, dann ist es besonders schön. Dann genieße ich das trotzdem. Ja, wir sind dankbar, dass wir zusammen diese Zeit erleben konnten. Und im Hinblick auf unseren Glauben, da finden wir die Kraft, zusammen zu leben. Und miteinander da zu sein, füreinander da zu sein. Also in meinem Leben gibt mir Energie und Kraft, um immer weiterzumachen. Auf jeden Fall natürlich als allererstes meine Frau, meine Familie. Meine Frau, die seit Jahren an meiner Seite steht, egal in welchen Situationen wir waren, in welchen Lebenssituationen. Natürlich auch als grundlegender Punkt, der mich auch
jahrelang schon begleitet, mein Glaube, der vielleicht mal stärker, mal schwächer war, aber im Moment wieder, finde ich, sehr ausgeprägt ist, den ich auch versuche, so gut wie möglich zu leben. Und der Glaube ist auch etwas, was vielleicht ein bisschen gepflegt werden muss. Deswegen habe ich jetzt meine Ausbildung zum Lektor abgeschlossen und engagiere mich ja auch schon seit mehreren Jahren im Kirchenvorstand und als Kirchendiener in der Gemeinde. Auf jeden Fall meine Familie und meine Freunde. Ja, Energie gibt mir, mit anderen Leuten zusammen irgendwelche Projekte zu planen und gemeinsam durchführen zu wollen. Und auch wenn nicht immer alles klappt, das macht eine Menge Spaß und fordert auch. Das freut mich immer sehr und ja, powert mich auch an. Die Energie für mein Leben, für meinen Alltag ziehe ich vor allem aus der Natur. In der Natur unterwegs zu sein, egal ob mit Fahrrad, beim Wandern oder auch anders wie, ist für mich unheimlich wichtig. Daraus ziehe ich sehr, sehr viel Energie. Ein Teil dieser Schöpfung zu sein, Gottes Schöpfung zu sein, ist ein großer Gedanke, gleichzeitig ein beruhigender Gedanke. Auf jeden Fall meine Familie und meine Freunde und alle anderen Menschen, die mit in mein Leben einspielen, wie zum Beispiel auch Lehrer oder sonstige, die mich einfach zu dem machen, was ich bin. Es gibt mir Kraft und bringt mir neue Energie, wenn ich mit meinem Hund draußen in der Natur unterwegs bin. Ob für einen kleinen Spaziergang oder eine längere Wanderung. Und ja, da kann ich absolut meine Akkus wieder aufladen. Und auf der anderen Seite ist es der Austausch, die Zeit und der Kontakt zu meiner Familie, zu meinen Freunden. Weißt du was? Wir können ja mal jetzt echt einen Blick in die ÖKT-App werfen. Oh, ja. Und einfach mal gucken, ja, ja, was da jetzt alles an Programm drinsteht. Mhm, cool. Und wenn du sagst, schaut hin, weißt du, da habe ich jetzt auch noch eine Idee. Wir können ja eigentlich nachher, wenn wir wieder weiter unterwegs sind, können wir ja auch mal hinschauen. Mhm, das machen und wir. Einfach mal so ein bisschen genauer gucken. Wer weiß, was wir alles entdecken. Ja. Aber jetzt entdecken wir erstmal was vom Programm. Oh, ja. Komm. Guck. Ich muss erstmal auf die App. Guck hier, ÖKT. Mhm. Ökumenischer Kirchentag. Ach ja. Sieht richtig professionell aus. Ja. Mhm. Und guck mal, was es alles eigentlich hier gibt. Mhm. Friedenssicherung. Zukunft geht nur gemeinsam. Mhm. Wer zahlt die Rechnung der Corona-Pandemie? Uiuiui.
Wow, mhm. Aber wichtige Themen. Und ja. Hier, schau mal, Eucharistie und Abendmahl. Ah, ja. Das ist ja auch wichtig, dass das weiter thematisiert wird. Scroll mal runter. Guck mal hier und da, was ich schon immer mal fragen wollte. Ach. Das ist ja auch eine gute Möglichkeit. Ja. Bin gespannt, wie sie das umsetzen. Was steht da unten? Religiöse Vielfalt. In welcher Welt wollen wir leben? Segen für Paare. Machen wir weiter runter. Was Christen weltweit verbindet. Ja. Und guck mal hier. Was steht denn hier? Musikalisches Crossover. Das ist bestimmt auch voll interessant. Das tut. Das ist doch deins, Katrin. Ja, mit Jazz. Meins. Das ja. ist doch voll dein Thema. Ja. Hier und digitale Stehtische. Toller Titel. Toller Titel. Ja. Da kann man sich bestimmt dann einwählen und dazuschalten. Ja. Echt super also, überlegt, wirklich. Hier und ein Tisch unter freiem Himmel. Mhm. Das war doch auch schon immer mal deine Idee. Ja. Hey, richtig inspirierend. Ja. Also toll, was einem da alles geboten wird beim ÖKT. Gell? Echt wahr. Es kann auch eine große Inspiration sein für unsere Ökumene hier im Vogelsberg. Ja. Welche Veranstaltung würde Sie spontan ansprechen? Der Wind da oben hat uns ja richtig um die Nase geweht, ey. So was Frisches. Aber ich denke mir, so ein Wind ist halt auch nötig, um Energie freizusetzen. Ja, wie man es hier im Vogelsberg bei den ganzen Windrädern sieht. Ja, und das Besondere ist ja dabei auch, dass Luftenergie ist eigentlich immer da. Man sieht sie nicht. Heute hört man den Wind, der hat uns jetzt ja echt voll durchgepustet. Aber es ist auch eine Kraft, die uns immer umgibt. Mhm. Und egal, ob wir sie spüren oder nicht, diese Kraft ist immer da. Mhm. Ja. Der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Mensch, Katrin, was haben wir uns einen schönen Weg ausgesucht? Schau mal, jetzt guckt auch noch die Sonne zwischen den Bäumen hervor. So tut gut. Echt gut. Puh. Aber weißt du was, ich trinke jetzt auch erstmal einen Schluck. Ich habe echt Durst bekommen auf der Strecke jetzt schon. Das tut gut. Das habe ich jetzt gebraucht. Hier im Vogelsberg gibt es ja richtig viele Quellen, habe ich gelesen. Ich glaube,
über 800 Stück oder sowas um den Dreh. Eine ganze Menge. Echt, über 800. Ich muss erstmal die Flasche wieder reinbekommen. Über 800 hast du gesagt. Das hätte ich jetzt auch nicht vermutet. Aber wie gut, dass wir hier so viel Wasser haben. Weil Wasser ist das wichtige Lebenselement für Menschen, für Tiere und für die ganze Natur. Und letztendlich im Sommer ist hier oben im Vogelsberg auch trotzdem manchmal das Wasser knapp. Hast du ja bestimmt auch schon gelesen, die Zeitung und so immer. Ja, ich frage mich, ob wir Menschen das überhaupt so wirklich schätzen. Schätzen wir, was wir hier mit der Natur und mit dem ganzen Wasser wirklich für einen Reichtum haben. Gleich sind wir da. Hallo. 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 Mal schauen. Na, genießen Sie auch den Blick aufs Wasser? Ja, so ein Päuschen muss sein. Ich bin hier immer in meinem Vogelsberg unterwegs. Ich liebe diesen Ort. Der Blick aufs Wasser, das ist so beruhigend. Ja. Kann ich gut verstehen, ja. Na dann, viel Spaß noch. Ja, tschüss. 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 Das ist also die Niederquelle. Irgendwie ziemlich unspektakulär, wie die da aus dem Boden hervortritt. Gell? Und irgendwie kaum vorzustellen, dass aus dem kleinen Rinnsal mal ein großer Fluss wird. Ja. Und trotzdem, wenn man so sieht, wie das da so hervorquillt, das ist ständig in Bewegung, das Wasser. Also ich finde das schon irgendwie auch ein Wunder. Ja. Ein Wunder der Natur. Wow. Ob man davon probieren kann? Ich muss das jetzt. Probier doch mal. Du musst mal meinen Stock, glaube ich, nehmen. Ich probiere jetzt mal. Na? Schmeckt wie Wasser. Echt unvorstellbar. Ja. Schön. Schön, dass wir hier sind, Katrin. Ja, genau. Kannst mir meine Stöcke wieder geben? Ja, bitte. Danke. So, dann machen wir uns weiter. Jesus spricht: Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt. Thank you.
Mensch, Katrin, und hier ganz in der Nähe von der Nidderquelle, da gibt es im Wald auch noch den Bonifatiusborn. Mhm. Ja. Den Namen, der kommt daher, weil man sagt, da hat früher Bonifatius getauft, hier hat er gepredigt und von da hat sich das Christentum bei uns hier ausgebreitet. Ganz nah. Das ist schon ganz lange her, gell? Im 8. Jahrhundert war das, glaube ich. Und bis heute machen ja Menschen die Erfahrung, dass Glaube was ganz Stärkendes ist und lebendig macht. Und so können auch wir beruflich oder auch privat unseren Glauben weitergeben, indem wir anderen Menschen davon erzählen. Ja, da hast du recht. Und jetzt gerade, wo auch der Ökumenische Kirchentag ist, da stellt sich ja so die Frage, was ist dann auch hier bei uns mit der Ökumene? Und wirklich die Frage, was bringt unsere Ökumene voran? Was macht sie lebendig? Was leben wir hier bei uns davon? Einfach den Glauben miteinander teilen, das Gemeinsame, das Miteinander tun, das bringt die Ökumene voran. Was mir vielleicht als Miteinander einfällt, ist, dass unser Gruppenpfarramt, das finde ich sehr schön, dieses Miteinander mit den ganzen verschiedenen Gemeinden, mit den verschiedenen Leuten, mit den verschiedenen Gemeindemitgliedern sich auszutauschen, verschiedene Aktionen durchzuführen. Das fand ich jetzt auch gerade in dieser Corona-Zeit teilweise als sehr bereichernd, auch mit diesen Videoandachten, dass da doch sehr viel gemeinsam gelaufen ist. Also auf jeden Fall gemeinsame Gottesdienste mit katholisch, evangelisch und allen anderen, die willkommen sind. Oder auch zum Beispiel der Jugendraum, wo die Kinder, wo alle Kinder kommen können und dort gemeinsam spielen können. Oder zum Beispiel ich übe Orgel in der evangelischen Kirche. Das ist einfach heutzutage, finde ich, sind so kleine Selbstverständlichkeiten, die eben manchmal nicht selbstverständlich sind. Eben den Fokus darauf zu legen, was sind verbindende Elemente im Leben und nicht immer nur darauf zu schauen, was uns trennt. Von daher schaue ich in meinem Alltag oder in meiner Arbeit vor allem darauf, was uns verbindet. Und das ist einiges, was uns verbindet. Und da sollten wir weitermachen und darauf auch aufbauen. Ich glaube auf jeden Fall der Jugendraum, weil da kommen auch immer ganz viele Kinder hin und auch aus verschiedenen Religionen. Ja, die Ökumene ist vor allen Dingen lebendig und wird vorangebracht durch Menschen. Wenn ich zum Beispiel ein Taizé-Gebet gestalten darf mit Kaplan Alexander Rotärmel oder ein Schul-Advents-Gottesdienst feiere in Kooperation mit der Katrin Landwehr, Dekanats Jugendreferentin vom BDKJ, beziehungsweise Radpilgern darf mit Hedi Glut vom katholischen Dekanat. Das sind lebendige Aktivitäten, die die Ökumene voranbringen, die auch zeigen, dass die Unterschiede nicht weggewischt werden und gar nicht klein werden müssen, aber dass wir mit den Unterschieden gemeinsame Ziele haben, gemeinsame Basis haben und unseren Glauben gemeinsam vor Gott feiern dürfen. Halleluja! Ganz schön vielfältig und irgendwie auch berührend, was ich da gerade gehört habe. Ja. Komm, lass uns noch weitergehen. Da vorne ist noch mal eine Bank. Da Können wir noch mal eine Abschlussrast machen. Gerne. Ne? Ja. Mal unsere Leckereien auspacken. Ja. Top ausgestattet, wie immer. Top ausgestattet. Ja. Das nehme ich immer mit nach Tessé. Ich hab's doch immer dabei. Willst du einen Keks, Wilma? Ach ja, danke. Das ist jetzt gerade zum Schluss nochmal was. Ich habe nur den Apfel. Schon geht er kaputt. Aber Katrin, irgendwie lohnt sich das wirklich, weiter auf die Ökumene zu gucken. Also, wenn ich denke, was wir hier bei uns im Vogelsberg da schon für einen Reichtum haben, das läuft ja auch das ganze Jahr über. So viele Initiativen, so viele Menschen. Und irgendwie freuen wir uns ja auch alle, wenn wir was zusammen machen. Genau. Das spürt man einfach immer wieder und da bin ich einfach auch sehr froh dafür. Ja, und doch stößt man bei der Ökumene manchmal aber auch an Grenzen. Zum Beispiel bei Themen, wo man das Gefühl hat, dass es da einfach nicht weitergeht. Ja, das stimmt schon.
Und vielleicht ist auch der ökumenische Kirchentag da jetzt aber auch gerade wie ein Signal nochmal. Und ich bin so froh, dass da diese ganzen Themen auch wirklich nochmal richtig diskutiert werden, ja, und dass so viele Menschen da jetzt wirklich sich auch mit diesen Themen beschäftigen. Mhm. Ich hoffe, dass uns das noch weiter voranbringt und ich vertraue auch einfach darauf. Mhm. Ja. Was eine Aussicht. Von hier oben, vom Bildstein. Schaut hin. So heißt das Motto zum dritten ökumenischen Kirchentag. Und wisst ihr, was mir auffällt, wenn ich von hier oben so in die Ferne schaue? Hier gibt es keine Grenzen, nur Weite. Ist das nicht ein Ansporn zu mehr Weitsicht? Weitsicht für das Leben, Weitsicht für die Ökumene? In diesem Sinne. Schaut hin und bleibt behütet.